Verkehrskommissariat Winsen-Lue, 9 Uhr. Dienstbeginn für die Polizeikommissare Tim Klahn und Michael Preuß. Schnee, glatte Straßen. Mal schauen, viele Unfälle höchstwahrscheinlich. Die Leute fahren vorsichtig, aber nichtsdestotrotz, die letzten Dienste haben gezeigt, Unfälle, Unfälle, Unfälle. Mir kommt es manchmal vor, als wenn die Leute mal überrascht werden vom Winter. Die A1 zwischen Hamburg und Bremen ist die Hauptkontrollroute von Michael Preuß und Tim Klahn. Ihre Aufgabe ist es, Fahrzeuge mit Mängeln zu erkennen und aus dem Verkehr zu ziehen. Gerade fährt ein weißer LKW vorbei. Den schauen sich die beiden etwas genauer an. Ist er die 7 oder die 1 weitergefahren? Da vorne ist er weitergefahren. Und er hing ganz schön auf der Seite. Also entweder hast du schlecht beladen alles oder Gewicht passt nicht. Ja. Gucken wir mal auf den Kissing-Effekt der Reifen. Die sind aber ganz schön durchgeballt, die Reifen. Deiner Seite. Rechts, ne? Auf jeden Fall, ja. Genau. Bei mir nicht so doll. Aber gut, muss man mal schauen. Aber wobei, hier sehen sie auch nicht besser aus. Siehst du das? Ja. Er wippt. Sind relativ platt. Na, was meinst du? Autoreifen oder was hat er geladen? Schrott. Wir nehmen den mit, weil er durchgewalkte Reifen hat. Sprich, wie ein umgedrehtes T sehen die Reifen aus. Das heißt, dass je mehr Druck auf dem Reifen ist, umso breiter werden sie unten. Und das ist immer ein Anzeichen oder kann ein Anzeichen dafür sein, dass das Fahrzeug überladen ist. Dann gibt es, das sind diese Doppelbereifungen, gibt es den sogenannten Kissing-Effekt. Oder so haben wir es genannt, vielleicht wird es auch so wirklich genannt. Das heißt, dass unten sich diese Reifen auch berühren. Und auch das ist dann wieder ein Anzeichen für eine mögliche Überladung. Die erste Kontrolle des Tages. Ein Volltreffer für Tim Klahn und Michael Preuß. Guten Tag. Eine Verkehrskontrolle. Einmal mit den Führerschein, die Fahrzeugpapiere und wenn Sie etwas geladen haben, auch einmal die Frachtpapiere, bitte. Habe ich dafür. Was haben Sie denn geladen? Ja. Wir haben das Fahrzeug mitgenommen, weil er auf der Fahrbahn stark am Wippen ist, was immer für eine Überladung sprechen könnte. Sprich, dieses kontinuierliche Auf und Ab ist bei so einem schwer beladenen, überladenen Fahrzeug oftmals zu erkennen. Weiter haben wir die Reifen. Die kann man hier gut sehen, in diesem Seitenprofil, dass die Reifen stark durchgewalkt sind. Auch das könnte für eine Überladung sprechen. Und ein Erfahrungswert von uns mittlerweile ist, wenn die Reifen warm sind, hohe Temperatur haben, dann spricht das ja auch für eine Belastung der Reifen, was quasi für eine Überladung auch wieder in Frage kommen könnte. Überraschung. Der LKW ist alles andere als voll beladen. Schauen wir mal drauf. Gut, das soll reichen. Dankeschön. Kataloge. Was ist das? Seiten. Das ist denn? Seitenteile für Bettendrittel. Okay. Sind das jetzt generell nur Möbel oder gemischt? Und so was ist das, ja. Und Matratzen. So ein Kram ist das. Das ist die Frage jetzt. Steht nichts drauf, ne? Nee. Nee, da steht nicht was drauf. Kommen alle aus China. Dazu haben Sie keine Frachtpapiere bekommen, ja? Gar nichts in die Hand. Nee, also super. Gut. Das Einzige, was Sie für die
für die Kataloge, da haben wir das hier. Aber da steht auch keine Gewichte drauf, da tragen wir immer nur eine Palette und das war's. Ja. Nö, alles gut. Gut. Schauen wir mal. Das läuft alles super, ja. Das ist immer toll. Okay. Ja. Wir haben nämlich Folgendes, weil, gut, Sie haben jetzt keine Lieferscheine dabei, können wir wegen Gewicht auch nicht gucken. Leichte Anzeichen einer Überladung, sprich die Bereifung ist komplett durchgewalkt. Kann sein, dass zu viel Gewicht drauf ist, kann sein, dass auch zu wenig Luft drauf ist. Um das jetzt einmal zu überprüfen, würden wir gerne auf eine Brückenwaage mal drauf fahren. Sie folgen uns einfach. Ich folge. Und dann haben wir Gewissheit, ja? Machen wir. Alles klar. Gut, dann kann es losgehen. Ja, wenn zu ist. Das ist Alltag, ne? Das kommt immer mal wieder vor, dass man Kontrollen hat. Ist aber auch richtig so. Die Jungs müssen ja ihre Arbeit auch machen, ne? Fährt genug Schrott auf den Straßen rum, sagen wir mal so. Trotz Einsicht, ohne Frachtpapiere und ohne Ahnung, wie viel Gewicht er geladen hat, geht es für ihn erstmal nicht weiter. Guck mal, der wiegt 6,5 Tonnen leer. Ja. Der kann gerade mal 5,5 Tonnen noch laden. So. Der weiß ja selber nicht wirklich, was er drauf hat. Und dafür, dass das Ding nur dreiviertel voll ist, sind die Reifen ganz schön doll platt. So, Duschkabinen. Können Vollglas-Duschkabinen sein. Die haben natürlich richtig Gewicht. Also, entweder oder, ne? Ja. Entweder zu wenig Luft oder zu viel Gewicht. Ich tippe auf zu viel Gewicht. Ob zu wenig Luft oder zu viel Gewicht, beides ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Um Klarheit zu bekommen, geht es mit dem LKW zu einer nahegelegenen Wiegestation. Luna für den 1970. Legst du für uns bitte einmal den Vorgang an, Verdacht der Überladung? Wo seid ihr denn? Wir fahren mit dem Betroffenen nach Marxen zum Wiegen. Autobahn A7, Fahrtrichtung Hannover, Höhe Ramelsloh. Die Waage in Marxen ist nur etwa 6 Kilometer von der Autobahn entfernt. Sollte der LKW tatsächlich überladen oder die Beladung transportpapierpflichtig sein, hat der LKW-Fahrer ein Problem. In Deutschland ist er nicht dazu verpflichtet, Papiere mitzuführen. Interessant wird es jetzt hier nur, da er Möbel und andere schwere Gegenstände geladen hat, was jetzt dabei rumkommt, ob er überladen ist, ob er nicht überladen ist. Und es gibt Sachen, die müssen gekennzeichnet werden. Da hat man dann auch immer Ladungspapiere dabei. Das ist bei gefährlichen Stoffen beispielsweise der Fall. Das Büro. Oh, warte, ich fahre jetzt mit dir vor. Ich packe mal hier an der Seite. So, dann gehst du ins Büro. Der Wiegebereich für die Brückenwaage ist für die LKW durch Pylonen gekennzeichnet. Sie besteht aus einem flachen Fertigteilfundament, das ebenerdig verbaut ist. Ein aufwendiges und zeitraubendes Rangieren ist nicht nötig. Nach mehr als einer halben Stunde steht das Ergebnis fest. Alles im Rahmen. Wir sind knapp unter 12 Tonnen. Also muss es wirklich am Luftdruck liegen. Dann würde ich den einfach mal überprüfen. Und dann wissen Sie wenigstens auch, was das ungefähr wiegt jetzt alles. Dann soll es das gewesen sein. Papiere gibt es sofort wieder. Genau. Und dann kann die Fahrt weitergehen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Wie ich damit lebe, ich selber werde wohl Übergewicht haben. Das war. Ist mal gut zu wissen. Dann weiß ich wegen, dass ich nicht mehr laden darf, als so wie es jetzt ist. In dem Fall passte das mit dem Gesamtgewicht gerade so. Sprich, er hielt die 12 Tonnen ein und kann seine Fahrt jetzt fortsetzen. Wir haben ihn jetzt nur noch darum gebeten, den Reifendruck noch mal zu überprüfen, da die Reifen dennoch durchgewalkt waren.